Freunde der Sonne, ich stoße an meine Grenzen. Beziehungsweise ich habe jetzt meine Grenze erreicht. Pass auf, ich will euch kurz darüber aufklären, wie es mir körperlich geht, wie es mir psychisch geht und wie es mit MyLab weitergeht. Also fangen wir an mit Body. Der 10. Schwangerschaftsmonat steht ins Haus. Falls euch das wundert, ich wusste vorher auch nicht, dass es einen 10. Schwangerschaftsmonat gibt. Genau genommen bin ich jetzt in Woche 36 von 40 und es ist nicht ungewöhnlich, dass Babys auch mal 2 Wochen vor dem berechneten Geburtstermin kommen, das heißt in Woche 38 und das heißt... Shit's getting real, Freunde. In meinem Bauch lebt gerade ein Mensch, der etwa 45 cm lang und etwa 2,5 Kilo schwer ist. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, das ist ja schon so ein bisschen extra Gewicht, das man da mit sich rumtragen muss, hold my Fruchtwasser. Die Gewichtszunahme beträgt über die gesamte Schwangerschaft durchschnittlich 9 bis 14 Kilo, unterliegt jedoch großen individuellen Schwankungen. Yep, Freunde, ich habe bisher 17 Kilo zugenommen. Und ich bin nicht groß. Dabei mache ich momentan so viel Sport. Laufen, Socken anziehen, aufstehen. Mit der Geburt wird man immerhin schlagartig schon mal 5 Kilo los. Das geht auf Fruchtwasser, Baby und Plazenta. Und man wird danach auch diese Wassereinlagerungen los. Sieht man vor allem an Händen und Füßen. Ich habe die ziemlich stark. Habe ich meinem erhöhten Östrogenspiegel zu verdanken. Ja, meine Birkis habe ich jetzt schon auf maximale Breite gestellt. Und so sieht das übrigens aus, wenn ich versuche, meinen Ehering anzuziehen. Außerdem habe ich derzeit ca. 40% mehr Blutvolumen als vor der Schwangerschaft. Das heißt, mein Herz macht auch Sport. Das Schlagvolumen des Herzens kann sich unter Geburt, also wenn es dann richtig losgeht, von vor der Schwangerschaft ca. 4 Liter pro Minute auf bis zu 10 Liter pro Minute erhöhen. Respekt. Außerdem ist mein Herz gerade quer. Das Uteruswachstum führt über einen Zwerchfellhochstand zu einer Querlage des Herzens. WTF? So viel zu den wichtigsten körperlichen Updates. Psychisch geht's mir ziemlich gut. Also ich bin extrem ungeduldig. Ich kann an kaum was anderes mehr denken als an dieses Kind. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, irgendwo so rumzusitzen, mit den Händen auf dem Bauch, um mich treten zu lassen. Und komischerweise, je näher die Geburt rückt, desto weniger Angst habe ich auch vor den ganzen Schmerzen. Das haben schon so viele Frauen hinbekommen. Wir kriegen das auch hin, ne? Das Einzige, worüber ich mir so ein bisschen Gedanken mache, ist tatsächlich MyLab. Eigentlich sollte man jetzt nicht an die Arbeit denken, aber MyLab ist ja auch mehr als Arbeit. Also dieser Kanal ist ja auch... mein Baby, ja. Ich habe den ja von klein an großgezogen. MyLab ist meine Leidenschaft, ja. Also es ist Freude, es ist Überzeugung, es ist Herzblut. Aber jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich keine Videos mehr machen kann. Und wenn das Kleine erstmal auf der Welt ist, dann erst recht nicht. Zumindest für eine Weile. Ursprünglich war der Plan, dass ich ein paar Videos vorproduziere, die wir dann während meiner Babypause hier veröffentlichen können. Aber... wir haben es einfach nicht geschafft. Wir hätten es geschafft, wenn wir Videos mit weniger Recherche und Produktionsaufwand gemacht hätten. Aber das wollte ich nicht. Also unser Rechercheaufwand ist seit unserer Teamvergrößerung durch Lars eigentlich nur größer geworden. Und das ist ja auch gut, denn ich will euch hier das wissenschaftliche Niveau liefern, wofür ihr wahrscheinlich abonniert habt. Auch der Produktionsaufwand ist größer geworden. Wenn man jetzt so zurückschaut, sieht man das hoffentlich auch an der Qualität der Videos. Aber die Videos sind natürlich auch länger geworden. Und Dreh und Schnitt mache ich halt immer noch alleine. Und deswegen sitze ich hier in Woche 36. Wir haben kein einziges Video auf Halde. Und wir haben eine monatelange Pause vor uns, in der ich natürlich auch keine Schwangerschaftsvertretung habe oder so. Und dieser Gedanke ist natürlich so ein bisschen scary. Ihr wisst ja, YouTube-Algorithmus, man soll ja eigentlich keine längeren Pausen machen. Also man fragt sich natürlich schon, ob man durch so eine monatelange Pause all die harte Arbeit, die wir die letzten Jahre hier reingesteckt haben, ob man sich die einfach zunichte macht, weil man dann im YouTube-Dschungel völlig untergeht. Also selbst wenn ihr nächstes Jahr unbedingt unsere Videos wieder gucken wollt, wenn wir dann wieder da sind, kann es sein, dass sie von YouTube gar nicht angezeigt werden und ihr es gar nicht mehr mitbekommt. Aber ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr möchtet. Also ich frage ja sonst selten nach Abos. Nur, wenn ihr jetzt wirklich gerne mal MyLab schaut, aber uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne nachholen. Und dann, und das geht jetzt raus an alle Abonnenten, die Glocke drücken.
Ich habe das auf diesem Kanal noch nie gesagt, aber das ist jetzt wirklich mal ein Moment, wo es sich lohnen würde. Das Kind, seine Gesundheit, meine Gesundheit, das geht jetzt erstmal vor. Davon möchte ich alles abhängig machen. Aber deswegen kann ich euch nicht sagen, wann ihr wieder was von mir hören werdet. Vielleicht gibt es mal ein Update in 1-2 Monaten. Vielleicht hört ihr erst in 3 Monaten wieder was von mir. Vielleicht erst in 4 Monaten. Aber wenn ihr die Glocke gedrückt habt, dann kriegt ihr ja eine Notification. Dann haben wir alle eine Chance, dass unser Comeback nicht an euch vorbeigeht. Denn, so viel will ich auch noch sagen, wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Und zwar wie Freunde der Sonne. Stockt schon mal euren Teevorrat auf. Werden wir noch mehr Verstärkung holen. Wir werden nächstes Jahr in der Teamvergrößerung starten und ganz, ganz viele neue Ideen. Und ich glaube eigentlich, dass diese Zwangspause dem Kanal langfristig gut tun wird, weil dann werden wir nochmal richtig Power haben, um euch einfach noch besseren Content zu liefern. Also, wenn ihr uns über die Pause hinweg helfen möchtet, dann ist jetzt die Devise: abwarten, Tee trinken und... Ja, mit Bauch auch nicht ganz einfach. Drückt einfach die Glocke, ihr habt nichts zu verlieren. Drückt einfach die Glocke, denn MyLab ist gut fürs Gehirn. Der Algorithmus wird uns sonst ignorieren. Damit Dankeschön, auf Wiedersehen. Drückt einfach die Glocke. Also, Freunde der Sonne, passt auf euch auf. Ich werde es hier sehr vermissen, aber wir sehen uns auch bald wieder. Und bis dahin, ihr wisst Bescheid, bleibt sicher. Oh, so.